Willkommen zurück, meine lieben Mighty Knights, zu einer neuen Folge Re-Rising. Und heute wollen wir Gräber bauen. Ja, habe ich in der letzten Folge ja gesagt, heute bauen wir mal Gräber. Warum? Das erkläre ich euch gleich, weswegen wir diese brauchen. Vorher müssen wir ein bisschen Platz hier machen, weil wir haben ja hier schon das ganze Gebiet. Genau, wir haben ja schon ein bisschen was gemacht. Haben wir eigentlich genug Blut einstecken? Da können wir vielleicht noch ein bisschen Boden hier machen. Wollen wir? Hier so und hier so. Und hier so, und hier so, und hier so. Haben wir jetzt? Ja, haben wir. Da haben wir auch genug Platz. Und das wächst ja hier nicht nach, wenn wir es einmal haben. Deswegen machen wir das. Und wir schlagen jetzt schneller, das ist auch nicht schlecht. Durch die Fähigkeiten unseres Baba. Wir sind da echt wieder. Ist der Golem wieder gespawnt? Gott sei Dank nicht. Ich mache jetzt mal ein bisschen Platz. So. Schön alles wegholzen, weil bleiben die Stämme, sind die Stämme jetzt auch weg, glücklicherweise. So, die Steine, wir suchen es mal mit dem Knüppel. Aber ich bin der Meinung, es ist vollkommen egal, mit was du das abbaust. Hier geht es vielleicht schneller, ich weiß es nicht genau. Wir machen 6 Schaden oder so ähnlich, oder so mehr. Oh, rohe Edelsteine, geil. Schön. So, haben wir ein bisschen Platz gemacht? Weg damit, brauchen wir nicht. Das ist ja auch weg. Dann machen wir uns die Gräber mal hier vorhin. Wenn nicht gerade die Sonne rauskommt, wurde Schmidt. Vor dem Schmidt. Aua. Könnten wir rein theoretisch noch einen. Ja, können wir noch. So, dann machen wir mal eins hier an die Anfang. Genau. Schnell. Aua. Hopp! So, als Eingang könnte man das doch rein theoretisch machen. B. So, mit so ein bisschen mittig. Sieht doch gut aus. Machen wir hier drüben auch noch einen hin. Jawohl. Das hat doch ein bisschen Flair. Teilen wir die auch nochmal. Wir breiten uns aus, ihr merkt es. So, haben wir hier 2 Stück. Sieht symmetrisch aus, sehr schön. Gut, jetzt wollen wir Gräber bauen. Produktion, Burg, Universal, Beleuchtung. Ne, wo war denn das? Zäune? Gibt's auch, okay. Wo war denn das jetzt? Ach, hier. Können wir 12 Stück bauen davon, gut. Machen wir hier ein Grab hin. Hier ein Grab hin und hier erstmal eins hin. Wir brauchen. Ach, wir haben keine Steine mehr. Knochen hätten wir genug. So. Brauchen wir noch mal ein paar Steine brauchen wir. Ja, Steine haben wir ja genug hier, ne? Könnten wir auch rein theoretisch welche abbauen. Das machen wir. Weil wir es können. So. Wie? Machen wir mal 6 Gräber. Wird gleich lustig. Hoffe ich zumindest. Können wir eigentlich auch noch einen Zaun rumbauen, rein theoretisch, ne? Was ist mit meiner Tastatur da so? Und klappert denn die ganze Zeit? Ist die kaputt? Ja, und ich schlag einfach mal so weiter. Warum auch nicht? Also ich habe das Gefühl, es geht schneller mit Abbauen Steines. Wir könnten mal hier die Festung mit zerlegen, kriegen wir auch Stein. Da kriegen wir aber Fundamentstücken raus, die wir dann brauchen zum eigenen Festungsbau. So. Da haben wir ein paar Gräber. Grab. Ah, ihr seht schon. Man kann mit F jetzt was machen. Aber was genau? Das werdet ihr gleich sehen. 12 Stück. Vielleicht sollten wir auch wirklich 12 Stück bauen. Das weiß ich schon nicht. Ist das jetzt hinten dran richtig? Ja. So, wir machen erstmal 6. Gut. Das ist das, was ich meine. Hier aus den Trauerlinien könnten wir jetzt Ghule herstellen. Ne, die wisst ihr, sind erst stark. Oder Skelette. Was brauchen wir für die... Was gibt man hier? Ein Benji.
Ein Skelettpriester. Ah, das sind die, die uns vor uns letztes Mal in der fünften Folge, glaube ich, so übelst auf den Sack gegangen sind. Oder war das in der sechsten? Aber Ghule sind richtig gut. Weil aus denen kriegen wir nämlich dann auch, wenn wir die töten, Grabstaub und so weiter. Wir machen erstmal 12 davon. Zwei Stücke, ne? Machen wir hier was rein. Da werden jetzt nämlich kleine Skelette hergestellt. Und die Skelette können wir die Knochen verwerten. So. Machen wir mal 50. Und hier drüben machen wir Ghule. Wir haben ja genug Lilien gesammelt. Und da bräuchten wir noch Liliensamen. Dann könnten wir die auch noch anpflanzen. Dann müssen wir nicht ständig ins Grab rennen. Obwohl da so ein Boss ist bestimmt, oder? In dem Grab? Ich vermute es mal. Wo waren denn meine Blumen? Hier waren sie. Hier haben wir die Lilien. 200 Stück haben wir. Den nehmen wir. Und hier tun wir wieder unsere Erze rein. Ja. Ist schon sehr unorganisiert in dem Haufen hier. Muss man was machen noch. Wir können hier irgendwas bauen. Hier einen Vorhof für Holz und so. Das dauert natürlich jetzt eine Weile, bis die Skelette spawnen. Ne? Also, es dauert ja, 46 Sekunden nach. Da kommen die ersten Skelette. Aber alles, was hier in die Nähe kommt, greifen die auch an. Die greifen aber leider auch euch an. Also, das ist die andere Sache. Machen wir mal 50 rein. Hier machen wir auch nochmal 50 rein. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Und hier machen wir auch nochmal 50. So. Und alles, was hier im Umkreis rumläuft, wird angegriffen von denen. Das ist doch schön, ne? So, gucken wir mal. Grundlagen. Kann man hier noch? Wir können sogar zwei davon bauen. Also können wir doch mehrere Festungen machen. Wollen wir das hier auch mal roten? Dass es noch was aussieht langsam. Da ist das erste Skelett. Cool. Zwei Skelette sogar. Schon wie Dungeon Keeper 2. Ist schon wie Dungeon Keeper. Geil, oder? Ich finde das mag. Es kombiniert so viel. Also man kann sie natürlich rein interpretieren. Ich mache das gerne bei manchen Spielen. Ich interpretiere gerne rein. Und hier ist es halt so, dass wir gerade echt geil. Es ist echt cool, dass wir gerade mehrere Spiele integriert haben. Jetzt haben wir Skelette, wie bei Dungeon Keeper 2. Wenn ihr das Let's Play hier nicht kennt, also oben rechts in die Ecke, findet ihr in der Videobeschreibung. Ist auch absolut ein geiles Spiel. Ist zwar schon etwas älter und ja, komm, aber es macht immer noch Spaß. So. Ja, und die Skelette, die laufen jetzt hier rum und greifen auch was an. Die greifen aber auch mich an. Ist nicht so, dass die... Aber da kriegen wir halt Knochen, die brauchen wir ja auch. Schnell mit dem Schwert unterwegs sind. War hier nicht letztes Mal irgend so ein kummeliger Baumstamm, den wir gesehen haben? Der rumgelaufen ist? Da hinten läuft er doch. Trennet! Ach ja, stimmt, wir hatten ja das andere. Lass das. Viel Schaden macht es nicht, ne? Da ist das andere irgendwie besser. Jetzt, die Skelette greifen die jetzt auch an. Wir dürfen uns bloß nicht treffen lassen von denen. Oh, die sind gefährlich. Oh, 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 oh. Ja, die greifen den Baum an. Wird mir eigentlich mit der Axt mehr Schaden machen? Fragezeichen. Hätte ich das Skelett einfach aus dem Leben gepustet, geil. Aber jetzt hat er mich gestunt. Er hat mich gestunt. Danke für das Sägeholz. Der räumt hier ordentlich auf, ne? Und das bringt dir nicht jetzt. Da können wir den schön mit der Axt. Boah! Alter! Alter, der Schaden hält schon Grenzen. Jetzt kommt er wieder mit dem Zeug. Na, okay. Aua, aua, aua! Alter!
lieber doch den Bogen. Ich werde noch Baum schon, da kann mir nichts passieren. Ich habe das Skelett gefesselt. Wo bist du hin? Komm zurück. Du hast da mein Skelett getötet. Du hast meine Verteidigung geschwächt. Wenn jetzt wieder voll Leben ist, ne? Ne, ist er nicht. Gut. Ich dachte schon. Mieses kleines Bäumchen. Sollten echt die Fähigkeit wechseln. Mal wieder Golem ist das sehr, sehr langsam. Nicht mit mir. Danke. Jawohl. Hä? Da kommt der. Ja, da sind sie. Die Ghule. Unsterbliche Ghule. Level 30 sogar. Die machen jetzt den. Wenn sie den sehen, machen die den auch, greifen die den Club hoch an. Meine kleinen Ghule. Greifen die mich eigentlich an? Na, Tatsache. Macht überhaupt nichts. Sehr gut. Bäh. Bäh. Haben wir jetzt Knochenstaub bekommen? Ja, eins. Von dreien. Das ist nicht sehr gut, die Ausbeute. Muss ich dazu sagen. Machen wir hier auch nochmal coole. Geil, ich finde es cool, die Gräber. So, wir haben Pflanzen gesammelt. Was machen wir als nächstes? Holz haben wir auch dazu gekriegt, das ist auch schön. Eigentlich könnten wir ja anfangen, mal durchzugucken, ob wir jetzt mal den Boden fertig oder die Wände zumindest. Wir brauchen ja ein Dach eigentlich. Tschick. Was man mit dem Sägemehl machen kann, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. So, schauen wir doch mal, ob wir vielleicht... Ne, wir sortieren erstmal ein. Nicht, dass wir wieder die Fehler machen wie in der letzten Folge. In der vorletzten oder übervorletzten. Ach, ich weiß es doch nicht. Dass wir da plötzlich wieder voll sind und nichts machen können. Was haben wir hier? Genau, die sind neu. Wo habe ich jetzt meine Steine hier reingetan? Bin ich denn dumm? Ja, sagt nichts. Ich weiß. So, wir haben ja noch ein Buch. Können wir damit irgendwas machen? Tatsache, wir können eine Werkstattwende herstellen. Eine Werkstattwende können wir nochmal zusätzlichen Bonus machen. Das zeige ich euch mal kurz, bevor wir weitermachen. Hier seht ihr das, ne? Blutherz, ne? Und wenn ihr Burgzimmer habt, dann sind es 25%, hat passenden Boden, minus 25% Ressourcen. Also dann braucht ihr weniger Ressourcen, um die jeweiligen Materialien herzustellen. Jawohl, das genau ist das, was mir eigentlich, wo ich hinaus will. So, wir haben hier 46. Das ist nicht allzu üppig. Und wir haben hier 107. Wie viel brauchen wir denn für Wände? Burgwände. Hier ist zum Beispiel eine Wand. Verstärkte Wand. Brauchen wir Bretter und Steinziegel. Okay. Dann. Warte. So, dann machen wir das mal hier weg. Hallo? Achso, ich muss halten. Ich hab's vergessen. Nein, die doch nicht. So, jetzt könnten wir... Ach komm, wir machen hier Fenster rein, oder?
Kannst du? Ja. Hier machen wir zu, ganz normal. Können wir rein theoretisch was drüber bauen und müssen wir wirklich jedes Fenster... Ah, wir können drüber bauen. Brauchen wir ja gar nicht alles erneuern. Neue Fenster. Ob das eine gute Idee ist, wegen der Sonne, weiß ich noch nicht. Und jetzt haben wir schon wieder keine... Nein, wir haben keine Bretter mehr. Wir haben keine Bretter mehr. Das ist natürlich doof. Warum gehe ich da an das Thema, wenn ich Bretter brauche? Erklärt mir einer. Also ihr müsst ihr echt eine Menge farmen. Es ist jetzt nicht so... Also es ist wie bei Fortnite ungefähr. Ihr müsst ihr echt viel farmen. So. Da können wir ein Tor machen. Was kostet denn das Tor? Steinziegel. 6 Stück. 12. Jawohl. Fenster könnten wir auch machen. So, hier machen wir Fenster. Genau. Fenster. Das war kein Fenster, das war eine Türe. Hier machen wir eine Tür rein. Ja, das sieht doch schon aus jetzt hier. Ob es eine gute Idee ist, jetzt die Fenster dran zu machen, ist eine andere Frage, aber ich finde es halt schöner. So. Ich würde hier hinten gerne unsere Grabkammer machen. Da, wo unser Grab dann ist. Dafür müssten wir nochmal hier. 1, 2, 3. Genau. Machen wir hier so einen extra abgesperrten Bereich. Ja, das wird toll. Zack. Brauchen wir hier aber keine Fenster. Oh, ist ja wieder klar. Immer wenn ich am Bauen bin, kommt so ein komisches Mistvieh angewackelt. Hau ab. Achso. So. Dann können wir hier ein bisschen Holz hacken. Mal, wie viele Wölfe gibt's? 4 Stück jetzt sind hier schon. Sag mal, geht's euch noch gut? Habt ihr zu lange in der Sonne gesessen oder was? Ja, das kommt davon. Wenn man sich einfach mit den Mike einlegt hier, mit Mike dem Vierten. Den besten Spieler. Halt. Fähigkeiten, die Schwerter cool. Weniger Schwerter, wenn man nur ein Eisenschwert dann hat, was die dann noch können. Weil da hinten ist ja noch ein Slot offen. Bin ich ja gespannt. Weil E, mit E kannst du ja nichts machen. Also muss E vielleicht auch eine Fähigkeit sein. Weil mehr Q und E. Hm. Schauen wir mal. So, fällst du, ja. Gut, dann bauen wir wieder. Hier hinten machen wir unser Grab mal hin. Oh, wir haben schon wieder keine Steine. Ja, ich freue mich. Die Steine. Vierzehn Stück haben wir schon. Hier haben wir auch noch ein bisschen was. Was ist denn... Was können wir eigentlich nochmal damit machen? Das weiß ich gar nicht. Was Knochen können wir das machen? Aber das ist mir zu teuer, Knochen, ganz ehrlich. Na, lieber produziere ich unten Gule. Das ist effektiver, denke ich. So, B. Ja, na toll, für die letzte reicht es nicht mehr. Egal. Wir können ein bisschen farmen hier. Da. Wir brauchen ja sowieso bald wieder Steine. Es wird eh gleich hell. Wir müssen den Boden fertigstellen, dann können wir dann endlich ohne diese Fackeln und in Ruhe unser Base umkrebsen, ohne dass was passiert. Ohne dass was passiert. Sehr schön. Steine. Oh, wir haben fast kaum Loot. Wir haben fast kaum noch Blut. Wir brauchen jetzt noch Stein. Stein. Gut, wir produzieren ja Skelette. Also rein theoretisch könnten wir
Also wir produzieren ja Rosen. Ich habe ja Rosen angebaut, wie ihr seht. Dann könnten wir rein theoretisch auch genug Skelette produzieren, um genug, um genug Skeletten zu produzieren. Ist das nicht hübsch hier drinnen? Nein, eigentlich schon nicht. Die Treppen müssen wir unter Stein machen. Wir haben einen Haufen Kuhle jetzt rumwackeln. Cool. Na, meine Freunde. Schade, dass man halt kein XP-Level, keine XP bekommt, sondern immer an den Skeletten rumkrebsen muss. Na, Freunde. Ich will da gar nicht mit euch spielen. Ich wollte da nur was ins Grab tun. So, dass ihr neue Freunde habt zum Spielen. So, wo waren die Rosen? Da. Ich bin ja schon weg. Hey, lass die da. Lass das Ding ganz. Ja, aber die Sonne kann ja natürlich hier reinscheinen. Da muss man echt aufpassen. So, da haben wir noch ein paar Steinchen und. Ne, das war das Falsche. Da. Da haben wir auch noch ein paar Steinchen. Was konnten wir nochmal aus dem Mehl machen? Ich weiß es nicht mehr. Also aus dem Steinmehl. Ach ja, da konnten wir dann hier diese Teile herstellen. Dann tun wir das schon mal hier rein. Weil wir es ja irgendwann brauchen. Genau so ist es. Kriegen wir jetzt die Wand wenigstens dazu? Weil mich stört mich nicht, dass das Grab hier nämlich rumkräbst. B. B wie bauen. So. Dann haben wir das schon mal geschlossen. Dann können wir das mal hier hinterschieben. Dann müssen wir rein, theoretisch bloß noch einen Boden. Welchen Boden hatten wir denn? Wir hatten den hier, ne? Wir brauchen immer noch Steinziegel. Ach Mann. Das dauert alles so ewig. Müssen wir da fast 4 Mühlen bauen. Gut, wir müssen noch genug Steine haben, sonst wird das sowieso nicht. Bretter bräuchten wir auch wieder. Wir brauchen wieder Kupfererz, wir haben keins mehr. Und davon bräuchten wir eigentlich schon zu. Was mache ich denn mit dem Sägemehl? Gibt es eine Information zu? Reagenz zum Herstellen, ja toll. Für was? Für was? Oh, hier haben wir wieder Bretter, Steine. Oh, Steine. Waren Steine drin, cool. Ich habe schon 2 Mühlen. Müsste ich dann 4 Mühlen bauen? Oder 5, dass das ein bisschen zügiger geht? Klar, man könnte die Serverstelle-Einstellung ändern. Aber das will ich ja gar nicht. Dann ist ja das, dann ist ja alles viel zu schnell vorbei. Und ich möchte das Spiel ja auch genießen. Ne? Ihr wisst ja, ich bin ja nie so einer, der hier wow, durchjammt durch das Spiel, dass ich hier einen übelsten Speedrun mache. Nee, das ist nicht meins. Absolut nicht. Ich genieße das. Ich genieße meine Spiele, die ich mir kaufe, weil sonst ist es sinnlos. Geld ausgegeben. Aber ich muss dazu sagen, ich habe sehr, sehr viele Spiele bei Steam. Also es ist nicht so, dass ich hier nur ein paar habe, sondern es sind schon einige. Aber trotzdem muss ich ja nie mir den Spaß nehmen lassen und hier einen Speedrun hinlegen und das Spiel dann umsonst gekauft haben. Weil ich spiele es ja auch genießen, weil ich genieße es wirklich. Also dieses Spiel ist echt wie Diablo. Nur bei Diablo hast du halt kein Bauen, du hast halt nur die Level, du durchfarmst und wo du dann neue Gegenstände hast und die verkaufst und zerlegst, um wieder Edelsteine zu bekommen, also gewisse Runen zu bekommen und dann wieder das zu machen und wieder jenes zu machen. Genau das ist ja bei dem Spiel ja auch so. Du kannst hier auch Sachen zerlegen, ja, aber du farmst ja auch mit Rohstoffe und zusätzlich halt baust du eine schöne Base auf, um irgendwann einen Diener zu haben. Und jetzt haben wir ein tierisches Problem, weil wir haben kein Tier in der Nähe. Wir müssen uns dringend irgendwie nähren, sonst wird's gleich Brühe. Jetzt müssen wir erstmal ein Tier finden. Da ist ein Reh. Das ist das Einzige, was wir jetzt gefunden haben, auch schneller. Und die Festung könnten wir hier rein auch mal abbauen. Oh, es ist so warm, ne? Es klebt meine Tastatur an meinen Händen. Tut mir leid, wenn es mal so ein Knackgeräusch gibt. Das liegt daran, dass es ziemlich warm ist. Und ich hier aufnehme und ich zu blöd bin, schon wieder aus der Sonne zu gehen. Aua. Aber wir können die Steine schon mal mitnehmen. Und das ist eine alte Festungsmauer, das sieht man. Wir könnten die Gräber rein theoretisch schon auch noch versetzen, wenn wir wollen.
Wir könnten doch eine zweite Festung bauen, wenn wir das wollen. Ich weiß aber nicht, ob wir das brauchen. Oh, hier liegt noch Rohstoffe rum. Ah, wegen ihr. So, was haben wir jetzt für Samen dazu bekommen? Ach, die hat Otraul, oder hatte ich die noch im Inventar? Weiß ich jetzt gar nicht. Ja, die riesen Zombie-Armee schon. Oh, die haben irgendwo, da hinten haben sie schon irgendwas zerlegt. Oder jemand anders hat die zerlegt, weil das sind nämlich Skelette. Ja, es sind ein paar Tierhäute dabei. Eigentlich könnte ich die Gräber nach vorne an die Straße verlegen. Wow. Oh, 100 Leder gibt's da, ne? Was wollte ich denn eigentlich machen? Genau, ich wollte auf jeden Fall meine Fähigkeit ändern. Nee, das war's nicht. War bei. Wo war das? Nee. Hallo? Ach, hier. Ich wollte die Chaosfähigkeit wieder reinmachen. Also, da ist mir. Da finde ich das hier stärker. Wir haben schon eine richtig kleine Armee hier, ne? Kannst nicht sagen, dass das. Und wenn wir die an die Straße machen und die Patrouillen halt kommen, dann können die richtig schön farmen. Das sollten wir auch machen. Guten Tag. Macht einen Hasen bei mir in der Wohnung. Das geht aber gar nicht. So. Vielleicht gehen wir den Boden hinten fertig. Wäre ja schön. In dieser Folge. Wäre toll, dass wir den Boden hier hinten fertig. Wir brauchen noch zwei Kacheln. Dann müssten wir eigentlich auch ein Dach haben. Und hier geht's nicht? Warum? Blockiert durch Holzsack. Das ist doch jetzt dein Ernst, oder? Kann ich den Sack hier nicht drauf bauen? Nein, ich kann ihn nicht drauf bauen. Was soll denn das? Ich kann meinen Sarg da nicht drauf bauen? Auf dem Steinboden? Jawohl, wir haben es geschafft. An einen Steinsack binden. Ich habe gerade Scheiße gebaut. Kann das sein? Ja, ich habe den falschen Boden genommen. Geht doch. Wie soll jetzt ein... Schalten Sie die Blutprint-Dienstzerke frei. Wie mache ich das? Ah. Aha. Steinziegel und Grabstaub. Grabstaub. Hat mir nicht irgendwo Grabstaub? Grabstaub. 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 Nein. 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 Na, ach hier. Die können wir wieder mitnehmen. Nein. Nein. Hm. Sag mal, habt ihr noch alle Latten am Zaun, meiner Burg rumzuspringen? Ja, ich weiß, ich hab wieder offen gelassen, aber. Das ist doch nicht die, für die eine Einladung, bei mir in die Burg zu gehen. Makalat! Na gut, ich hätte ein Tor reinmachen können, ich Hornochse, aber warum nicht? Steinsarg. Wo habe ich denn den Grabstab hingetan, verdammt nochmal? Hier war keiner drin. Hatte ich bloß immer Grabstab? Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ich hatte doch Grabstaub irgendwo. Muss ich jetzt wirklich meine ganzen Gule töten? Nee. Ich bin mir sicher, dass ich Grabstaub hatte. Dann nicht bloß eins. Hm. Wie viel brauchen wir für einen Steinsarg? 6 Stück. Leck mich doch an die Fresse geschissen, du alle Arschlochziegen. Entschuldigung, das ist so ein... Oh, ich sehe gerade, wir sind am Ende. Ja, da müssen wir dann halt unsere Gule wegmachen. Ein bisschen. Vielleicht geben wir auch
ich würde bis zur Straße vorgehen und würde dann einfach die Patrouillen von unseren Ghulen fertig machen lassen. Das wäre eine coole Idee. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Ja. Wie machen wir das Tor zu? Nehmen jetzt wieder irgendwelche Wölfe ins Geschoss eintreten. Und gehen mal eine Runde schlafen. Und ich sage, danke fürs Einschalten. Danke, dass ihr dabei wart, meine lieben Mighty Knights. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Mike der Vierte. Haut rein. Ciao, ciao.